Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oliel und das Flammenschwert. Wir sind hier gerade Oliel und wir haben kein Flammenschwert. Aber im letzten Part haben wir gesehen, was das Flammenschwert so kann und wir sind in Kalaheer. Und die Karte der Sprites sind immer noch verzogen, aber verschlossen. Und die Musik ist. Süß. Muss reichen, oder? Süß. Nee, ich finde es wohl arg unpassend, aber. Ist ja nur meine Meinung. Ich würde gerne eine andere Meinung haben. Oliels Haus. Wo ist denn der Lichtschalter? Wer liegt da in meinem Bettchen? Was überhaupt mein Bettchen ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer da in meinem Bettchen liegt. Oder glitzert. Der Mensch sollte mindestens alle 13 Stunden etwas zu trinken zu sich nehmen. Jede Wasserquelle, ein Brunnen oder ein Fluss eignet sich dazu, um eine Wasserreserve mit gefüllten Wasserschläuchen wieder aufzufüllen. Danke. Es gibt verschiedene Gattungen von Waffen, Schwerter, Äxte, Speere, Dolche und Bögen. Jede Gattung ist gegen zwei sehr effektiv, gegen zwei andere sehr anfällig. Die meisten Monster jedoch kämpfen ohne Waffen, sind aber gegen jede Waffenart anfällig. Voll nicht auf ein Monster. Ein voller Wasserschlauch. 30 Münzen. Drama Pro. Das hat eigentlich ein Inventar. Nicht viel. Tageszeit 23 Uhr. Wie lange möchtest du schlafen? Eigentlich null. Hat das Trinken doch was mit der Tageszeit auf sich? Ich sollte Fariel schlafen lassen. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme das da hatte. Ich sollte ihm eine heldenhafte Stimme geben. Schlaf eine Stunde. Super, ich habe eine Stunde geschlafen. Gehen wir da rein. Verschlossen. Ich habe immer noch keine Ahnung, welche Stimme ich ihm geben soll, weil ich die, wie ich schon benutzt hatte, vergessen habe. Ich bin doof, ich weiß. Wir haben deine Familie, super. Ich kann mich was ich will Stunden hinpennen und es war's. Oh, verschlossen. Hey. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Faceit gruselig finde? Das sind die aus dem Charaktereditor vom VX Ace. Vom Charakterdesigner. Und ich finde es so gruselig. So emotionslos und gruselig. Bäh. Aber komm, schlafen wir mal. Es ist 8 Stunden. Ah, jetzt ist Tag. Jetzt habe ich ein Loch im Boden. Hallo, großer Bruder. Hey, Kleiner. Ich spreche hinzu. Wie geht es, Mutter? Nicht so gut. Sie hat immer noch hohes Fieber. Wenn es wenigstens irgendwie aufhören würde. Nun. Hast du irgendwas von unserer Schwester gehört? Sie hat uns wieder einen Brief geschickt. Sie wollen uns bald wieder besuchen. Ich bin froh, wenn sie wieder da ist. Wir brauchen sie, jetzt wo Papa nicht mehr da ist. Ich frage mich, ob die letzten 3 Jahre des Studiums sie sehr verändert haben. Wahrscheinlich hat sie jetzt richtig dicke, ob man ihr Gehirn verdreht hat. Sie studiert ja in der Stadt des Imperiums. Keine Sorge. Keiner weiß dort, dass sie eine Nordlandbewohnerin ist. Übrigens, hast du was von unserer Schwester gehört? Hast du irgendeine Idee? Ja, hatte ich. Es gibt viel. Gegen ihre Krankheit jedoch noch kein Heilmittel. Aber vielleicht hilft ihr ein Saft aus Bären. Zumindest um mir Fieber zu senken, oder? Du bist ein kluges Kerlchen. Mal sehen, ob ich irgendwas auftreiben kann. Übrigens, ich habe rosa Haare. Ich muss da mal weiter. Rucksack. Tagebuch.
Ja, wo krieg ich jetzt Roter Bärensoft her? Vielleicht hat unser Kollege eine Idee. Das war ja mal wirklich ungeheuerlich. Ich bin jetzt sehr knapp mit dem Leben davon gekommen. Du meinst, sein Blick sah aus, als wäre er sturzbesoffen. Hallo, ich bin Uliel. Ich bin unter der Lial von... Ich heiße Lilia und ich bin eine Botin aus der Königstadt. Bist du Lial? Bist du noch nicht mal erwachsen? Bin vielleicht nicht der kräftigste, aber seit 3 Monaten bin ich volljährig. Oh mein Gott. Ich hab schon ein Haar am... Ja, tut mir leid, dass ich euer Ego geregt habe, Herr Jahr. Also. Ja, was ist so sagend? Na schön, ich höre zu. Wer ist sicher, dass das euer Jahr ist? Ich höre sie endlich. Na gut. Ich soll den Dörflern hier in den Nordblattwäldern berichten, dass eine große Horde von Kreaturen die Turonwälder verlassen. Sie bewegen sich nicht unkontrolliert und wild wie sonst, sondern marschieren als ein einziger Heerwurm auf dieses Gebiet zu. Das kann nicht wahr sein. Was tut der König dagegen? Es ist, ja, gar nichts. Will noch mehr geben. Als gar nichts. Tut er nichts. Naja, er ist tot. Alles, was er getan hat, war einen Boten aussenden, um den Dorfbewohner zu warnen. Oh, ihr bekommt uns. Mit dem Dialog. Sobald diese Kreaturen hier sind, ist es vorbei mit uns. Und mit Kulaham! Nicht nur mit Kulaham! Das ganze Land wird im Erdboden gleich gemacht. Am besten greifen uns die schwarzen Garten an. Das ist so mehr, was Lilia so erzählt. Ich habe in den Bergen einen Troll gesehen. Ein Troll? What's a Troll? Ein Troll ist eine Rede. Ein Kreuz, auch ein Kreuzengarten, die Dämonen erschaffen haben. Ich bin bekannt dafür, Menschen und Zwerge zum Frühstück zu verspeichen. Kulaham! Hat weder eine Armee noch eine Mauer. Möchte mal eine Palisade aus Holz. Der Troll könnte uns nachts überfallen, wenn wir alle schlafen. Halder und Horald, was wird uns denn nachts wach halten? Ich bin kein Problem, Schwein. Ich werde sowieso nicht schlafen können, sondern ein Troll da draußen herumlauert. Ich werde losgehen, um diesen Troll zur Strecke zu bringen. Ist echt lustig. Das kannst du alles von Troll erschlagen? Weißt du, wie groß die sind? Ich hab keine andere Wahl. Es gibt die Sicherheit des Dorfes. Mein Vater hat mir das Kämpfen mal gebracht und ich habe ein Schwert. Irgendjemand muss es tun. Dann kann ich dir noch viel Glück wünschen. Danke für deine Unterstützung. Oh ja, was ist los? Holdor, nun, was mit unserem König? Ein Feigfingert. Etwas schickt sich in seiner Buch, während uns die Gause sind. Was sollten wir eigentlich für ihn tun? Wir sind nur einfache Bauern. Irgendwie finde ich, dass das nicht die richtige Einstellung ist. Ich sollte gerade gehen. Ich bekomme Hunger und ich habe Durst und ich verliere HP. Moment, was ist meine HP? Brot trinken. Brot. Wieso unser Wasservorrat? Du bist alleine. Du bist allein. Hallo, Uliel. Kreon, wieder so gesprächig heute. Komm, war doch nur ein Witz. Nun, was hast du im Angebot? Schaut euch um. Ich hab nur 30 Münzen. Verdammt. Und alles ist nutzlos.
Das Problem ist, ich kann die Leute nicht ewig rumrennen. Ich muss irgendwie hier Fortschritt machen. Was verkaufst du? Verkaufst du Lebensmittel? Hallo, Agi. Alter Falter, wie geht es dir, du 30 Meter großes Teil? Du hast keine für dich zu. Nun. Alles, was hier rumliegt. Ich muss übrigens auch besoffen sprechen, weil da auch so ein besoffener Blick hat. Muss nicht alle besoffen sprechen. Und es ist interessant, dass ein Apfel so viel kostet wie Schuhe. Ohne Scheiß! Ich glaube, die Straßen. Nee, ich glaube, die Straßen sind immer ein bisschen günstiger, aber ein Ring kostet so viel wie ein Apfel. Oder ein Apfel kostet so viel wie ein Ring. Nur als Relation. Ich komme Apfel vom Baum pflücken, den verkaufe ich dann und dann habe ich den selber wie ein Ring. Grünschleimer. Ich schleime mich nicht voll, das geht ja schon auf eine Rüstung ab. Nahkampfkommando! Hab ich nicht. Oh, ich hab eine Technik zum Ausdauer generieren. Boah, da braucht man jeden Angriff 10 Ausdauer. Boah. Schwachen Hut. Enthält ein Nahkampfzauber. Achso, das war zum Heilen. Ich dachte, ich lerne davon was, weil es in der wichtigen Gegenstände war hier. Nicht in dem Rucksack. Deswegen dachte ich, ja, das könnte es brauchbar sein. Muss ich vor jedem Kampf eigentlich einen dummen Kommentar abgeben? Ach, die Gegner haben auch das Problem mit der Ausdauer, das ist gar nicht mal so schlecht. Lass die Gegner das auch tun, das ist fair. So spannend sind die Kämpfe übrigens auch nicht. Aber ich habe 30 Münzen gefunden. Ja gut, ich habe auch nicht noch nach einem Waffenladen geguckt oder so. Ich bin aber direkt in den Wald. Ich habe auch nur, weil ich mir angucken möchte hier. Der Gegner war nicht Monster. Der Weg war nicht monsterverseucht. Das war schon. So mit dem Kampf denn ausweichen. Weil es auch noch random Kampfmusik oder will. Ich habe Apfel gefunden, den verkaufe ich jetzt für 20 Gold. Ich möchte noch ein bisschen kämpfen ausweichen. Klar, das ist eine dumme Idee, aber. Ich bin hier ein bisschen auf dem Zeitlimit mit dem Essen und alles. Und gut, wenn ich eine Kiste finde, also ein Schwert oder so drin, oder eine Waffe allgemein, dann ist das viel einfacher zum Kämpfen, ne? Er geht wirklich für jeden Kampf einen dummen Kommentar ab. Boah. Tut das Not? Tut sowas Not? Das ist aber mal ein Wald. Ich möchte nicht schlafen. Ich weiß nicht, was für ein Vorteil das haben soll. Also das ist ein... Das ist mein AP wiederhergestellt, aber schon bisher noch nichts gesagt. Ich probier's einfach mal aus. Ich hau mich eine Stunde hin. Ob es irgendwie mein HP wiederherstellen würde oder meine Ausdauer oder...
sonst irgendwas. Ja, ich bin dir voll geheilt, ne? Dann ist Ausruhen sinnvoll. Was war das gelbe Blitzen? Was eben gelb aufgeblitzt? Secret? Bonus-Items? Nächste Folge? Nächste Folge. Das war's diesmal, Uliel und das Flammenschwert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.